Was wollen Sie denn schon wieder? Ich habe das Teil gefunden. Haben Sie gefunden, was wir brauchen? Ich glaube schon. Hier, ein Brustbein, oder? Du wolltest auch ein Brustbein eines toten Menschen, das ich in meiner Hosentasche mit mir rumtrage. Weil, warum nicht? Ihr Niedriggang-Getriebe, bitteschön. This is it. This will save your life someday, son. You sure know how to exaggerate? You imbecile. Engine boost is vital for bringing back soldiers alive from war. Engine boost? Of course. Engine boost is the basis of everything. Let me tell you a war story, son. I was leading my unit at the very front line. Things were bad, and sanitary conditions were worse. Endless guerrilla attacks were stripping us of our manpower. Everyone was tired to their limits. There was one sergeant who really rubbed me the wrong way. The boys like to call him Crybaby Timothy. He really gave me headaches, I can tell you. How? Just by breathing. Thanks, Sun Ramsey. His posture was bad. He was weak, slow, easily distracted. I have no idea who thought he was capable of combat in a war zone. He endangered the lives of every member of the unit. Stomach pains. The worst stomach ache ever. Every one of us. It was just cooking. He was using food that was contaminated. I flew into the dugout toilet like an Apache chopper returning to base. I have to tell you, it was a close call. My engine was boosting. And that's what got me there safely, right in the nick of time. What happened to the unit? You really want to know? It was a terrible sight. Powerful, athletic men reduced to walking dead, blinking like crazy, shaking with pain. Their confidence and self-esteem were all crushed. They almost didn't recover. An interesting story. So you see the need for engine boost now, do you? I'll keep my side of the promise and get to work on your vehicle. That badge on him is for a sergeant. Looks like it was sewn on something else before it was sewn onto his shirt. I wonder what that's all about. I put in longer pistons and optimized your lower gears. That should add boost to your speed when you accelerate. But there's still plenty of stuff I can do to make your car go faster. Just come see me again and I'll customize your car a little more. Yay! Wir haben jetzt Boost. Für alle Autos jetzt, oder wie? Wie viel kostet denn? Kann ich mein Auto eigentlich schon wieder kaufen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erst alle seine Nebenmissionen erfüllen. Oder? Auto von Harry. Ah ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Was ist eine Wunschliste? Kam die Frage. Früher hatte ich eine Wunschliste. Insofern, kann man sich vorstellen, wie eine Amazon-Wunschliste. Ich hatte da vor allem Spiele und Sachen, die ich einfach für den Kanal brauche, drauf. So neues Equipment und so. Also Upgrades oder Ersatzteile für irgendwas. Festplatten, Mikrofone, der Greenscreen hinter mir, alles Mögliche. Und das konnten dann eben Leute direkt von der Wunschliste kaufen, statt einer einfachen PayPal-Spende. Dann war das immer gleich so ein bisschen zweckgebunden und ein bisschen persönlicher und ich habe auch quasi Zeugs gekriegt, das ich wirklich brauche, im Grunde. Also, das meiste der Spenden geht natürlich jetzt auch für Zeug drauf, das ich für den Kanal brauche, aber genau. Das war eigentlich irgendwie ganz cool und ganz nett und das hat eben Streamlabs früher direkt angeboten. Das war direkt integriert in mein Stream-Programm und das war dann gleich mit der Spendenleiste oben verbunden. Das war dann gleich mit Einblendungen im Bild, wo auch gezeigt wurde, was gerade gekauft wurde. Das war total cool. Und leider haben die das Feature eingestellt und ich habe nachgefragt, was, wie und wo und keine Ahnung, weil das plötzlich weg war. Und die meinten, ja, so wie es aussieht, kommt das leider auch nie wieder, weil es fast nicht genutzt wurde. Sorry. Fand ich ziemlich doof, aber ich habe eben keinen coolen Ersatz gefunden, wie man das einigermaßen, auch nur ansatzweise, so schön wieder integrieren könnte. Deswegen gibt es das jetzt einfach leider nicht mehr momentan. Aber vielleicht kommt ja doch so ein ähnliches Feature irgendwann mal wieder. Das wäre schön. Mal schauen. Naja. Endlich regnet es mal wieder. Finde ich auch. Ich mag das auch total gerne. Ich finde das total cool. Es war richtig Gewitter heute bei uns. Und jetzt regnet es so den ganzen Tag vor sich hin. Ich finde das schön. Ich mag das Wetter. Ich mag so
Kuschelregenwetter. Der Rang macht den Mann aus. Es ist aber auch genauso wahr, dass der Mann den Rang ausmacht. Status ist aber nicht immer so wichtig wie gesundes Selbstvertrauen. Paul Crusader, dankeschön! Oh ja, übrigens, wir sind jetzt schon dank, das muss ich vielleicht auch noch kurz erklären, dank der Patreon-Einnahmen plus dem, was letzten Monat über Twitch zusammengekommen ist und den Spenden jetzt von Fallen Crusader und Ramsey heute, sind wir jetzt schon auf über 500 Euro im ersten Stream in der Woche, was super awesome ist, weil das bedeutet, dass schon zwei Special Streams freigeschaltet sind. Und heute ist zwar Donnerstag, was eigentlich der Special Stream Tag ist, aber heute ist ein normaler Stream. Heute ist der normale Stream für diese Woche statt Dienstag. Das heißt, die beiden Special Streams sind jetzt dann die nächsten beiden Donnerstage. Und Dienstag sowieso immer. Außer letzten Dienstag. Ah, das ist ja egal. Oh Mann, Dr. Edison, dankeschön fürs Abonnieren. Erwischt. Sehr schön. Freut mich. So. Wo waren wir stehen geblieben, Carter? Ich glaube, der bleibt jetzt hier. Ich kann auch eine Katzencam machen. Cat Cam. Solange er hier bleibt. Ramsey, danke. Jetzt sehe ich nur noch so halb, was passiert auf dem Bildschirm im Chat, aber ich kann schon noch einigermaßen lesen. Na gut, der General hat anscheinend jetzt noch keine Quest für uns. Keine weitere Quest. Sollte aber grundsätzlich noch andere Quests für uns haben, eigentlich. Ich muss mal gucken, wo seine Quest war. Hier. Ja, der hat tatsächlich noch andere, aber nicht jetzt. Vielleicht erst morgen wieder oder so. Jetzt suchen wir einfach mal die Karte ab, wo noch weitere Nebenquest-Symbole sind. Finden wir bestimmt noch ein paar, wenn wir einfach ein bisschen rumgucken. Was ist denn das hier? Spukort. Ach so, nee. Spukorte will ich nicht wiederholen, eigentlich. Harry Stewart, jetzt kriege ich die Quest von ihm. Die wollte ich ja schon von Anfang an machen. Das ist interessant. Die Catcam und du kannst eine Doccam noch dazu machen. Warum nicht? Oh, jetzt geht er leider. Tschüss, Carter. Na gut, Ende der Catcam. Jetzt gibt's wieder Bunnycam. So. Also, verdammt. Jetzt habe ich... verdammt. Jetzt ist alles eskaliert. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Okay, da sind wir. Ich fahre jetzt hier hoch. Fahr da lang. Fahr hier über die Brücke. So war es nämlich, glaube ich. Genau. Ich muss mir das jetzt einprägen ein bisschen. Und dann verfahre ich mich wieder ganz fürchterlich wie beim letzten Mal. Ich fahre jetzt hier die Straße entlang bis zu dem Umspannwerk. Und dann rechts über die Brücke. Und dann rechts halten, bis wir in das Dorf kommen. In die kleine Siedlung kommen. Na, ob ich das schaffe? Ich glaube nicht, so wie ich mich kenne. So wie ich mich kenne, verfahre ich mich jetzt quasi schon instant. So, wo sind meine Autos? Hier müssten nämlich irgendwo auch die Autos sein, stehen, parken, die ich schon mal gekauft habe, dachte ich. Ein Hund. Hallo Hund. Man kann in dem Spiel nicht den Hund streicheln. Das ist natürlich ein großes Versagen der Spielentwickler hier an der Stelle. Voll Crusader, dankeschön nochmal. 100 Bits. Sprengen das Glas nochmal. Was bei dir nur noch 144p? Könnte das Spiel sein? Könnte am Spiel liegen? Bei mir kann ich noch bis HD hochstellen. Also das Spiel muss so aussehen. Nur... Na, das ist Mist. Leider sind meine Autos nirgends. Ich weiß gar nicht, warum. Wir sollten hier, glaube ich, parken. Und wie benutze ich jetzt den Turbo, oder? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das Blaulicht wirklich... Doch, das Blaulicht ist beim Polizeiauto der Turbo-Knopf von Anfang an. Also, keine Ahnung. Oh,
Achso, an mir, nicht am Spiel erkennst du das. Sehr gut. York. Oh, nothing. Okay. Oh, fahren wir ein bisschen Offroad. Yeah, hier fehlt noch so ein Tony Hawk Soundtrack. Wurde jetzt das Tony Hawk remastered von den ersten 3 Teilen oder so, wird das schon offiziell angekündigt oder ist das immer noch nur ein Gerücht? Das ist echt teilweise blöd, wenn man so viel... Ich glaube aber, das wurde schon bestätigt, oder? Ich glaube schon. Was ist denn nach Deadly Premonition für ein Spiel geplant? Ist offiziell mit da drin? Okay. Auf dem Stream jetzt? Das lasse ich die Patreons entscheiden. Zwischen Deadly Premonition jetzt und Deadly Premonition 2, das aber erst nächsten Monat kommt, lasse ich jetzt die Patreons quasi wieder entscheiden, ob es weiterhin, so wie es bis jetzt bei den Patreon-Streams immer war, irgendein zufälliges Indie-Spiel gibt, das wir noch nie hatten. Irgendwie eine Indie-Überraschung. Oder was ganz anderes. Dann machen wir eine neue Wahl auf Patreon. Und dann schauen wir mal, auf was die Patreons Bock haben. Was die Mehrheit entscheidet. Ups, das war der falsche Knopf, glaube ich. Damit wird dann quasi die Stream... Also die Übergangszeit. Im Grunde der ganze Monat noch. Und der nächste dann auch halb gefüllt. Genau. Genau, in A&G's Diner sitzt Harry. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Harry da ins Diner zum Essen geht. Macht ihn nur sympathischer. Dachte, so ein reicher Exzentriker ist irgendwie nicht so im örtlichen Dorf-Diner Mittag. Aber so kann man sich täuschen. Schon langsam da. Da ist es, oder? Ist es das? Das ist das Diner? Ja, das ist es. So. Holen wir uns mal einen Snack. Ups. Verdrückt. Wie wär's mit Mario Maker 2? Ja, wie gesagt. Mal schauen. Da gucken wir mal. Was gewählt wird. The Last of Us 2 ist schon auch als Let's Play-Reihe fest eingeplant. Auf dem Landsquid Birdrider Let's Play-Kanal läuft ja jetzt gerade ein Rerun von Last of Us 1 in super langen Folgen, über eine Stunde lang jeweils jeden Tag, damit wir rechtzeitig fertig werden für The Last of Us 2. Damit es gleich am Release-Tag mit einer Folge The Last of Us 2 weitergehen kann. Direkt im Anschluss. Wenn ich mich nicht verzählt habe von den Folgen her. Okay, ich will eigentlich mit Harry reden, nur. Ich entschuldige mich bei Nick dafür, was er durchmachen musste. Ich habe auch den Leuten dieser Stadt gegenüber eine Verantwortung. Das war die Mission? Gib mal mit. Hi there. Auch noch. Die Apokalypse geht in die zweite Runde, genau. Deadly Premonition 2 ist schon als nächstes längeres Stream-Projekt geplant. Genau, das schon. Jeden Tag eine Stunde Sepuloni und Kekse. Was gibt's Besseres? Vielleicht 2 Stunden Sepuloni und noch mehr Kekse. Oh, herzlich willkommen. Danke für deinen Besuch. Tommy, ja... Ich hab grad Wortfindungsprobleme. Ich weiß nicht, was Speisekarte auf Englisch heißt. Das gibt's ja gar nicht. Na? Nee. Menu! Genau, danke, The Cluedo. Reden. Bilde ich mir das ein, oder ist es hier drin heller als vorher? Oh, dir ist es also aufgefallen. Das freut mich. Nick und ich haben hier ein wenig aufgeräumt. Er sagt, er wolle wieder ganz von vorne beginnen. Das hört sich hervorragend an. Ist es auch. Da kriegt sie gleich einen hysterischen Lachanfall. Ich habe auch wieder zu lächeln gelernt. Sieh mal her. Ach, deswegen der Lachanfall. Na, wie findest du's? Eigentlich genauso wie vorher. Nein, du hast ein tolles Lächeln, Olivia. Ich gebe dir die allerbeste Note.
Dankeschön, Mr. Agent. Oh Gott, oh Gott. Yes? Mr. Francis Jack Morgan. Ah, schau, der spricht mich schon mit meinem neuen Namen an. Sehr nett von ihm. Und zum Einschlafen eine Dwarf Fortress Playlist. Dwarf Fortress ist, finde ich, gar keine blöde Idee für so Let's Chilled. Für ein paar Folgen. Für vielleicht auch für ein paar viele Folgen. Aber in Dwarf Fortress passieren halt schon manchmal aufregende Sachen. Die sind halt grafisch nicht inszeniert und auch nicht audiovisuell irgendwie dargestellt, was ganz gut ist. Ich muss mich nur bremsen, dass ich nicht plötzlich, ne, in so einem, okay, und jetzt ganz chillig und ruhig und wir machen ganz gemütlich hier. Oh Gott, ein Golem! Das wäre dann doof für so ein Einschlaf-Let's Play. Aber gut, mal schauen. Die Schwester sieht aus wie Lisa aus Silent Hill. Das ist die Kellnerin hier. Ja. Müsste ich jetzt sehen, habe ich nicht mehr vor Augen. Ich vermisse York. York ist jetzt an einem besseren Platz. Ich meine, im zweiten Teil ist es, das muss ein Prequel sein, der zweite Teil ganz offensichtlich. Wenn man jetzt weiß, wie der Charakter jetzt aussieht nach dem ersten Teil und man sieht im Trailer vom zweiten Teil quasi ihn so, wie er am Anfang vom ersten Teil ausgesehen hat, ist es logisch, dass der zweite ein Prequel ist. Also da sind wir wieder mit York unterwegs anscheinend. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Mr. Francis Tech Morgan. Mr. Stewart wird dafür sorgen, alles an Nick wieder gut zu machen. Er will sich darin überflügeln, alles gründlich auszubügeln. Ja, aber ich dachte, jemand hat hier eine Quest für mich. Hi there. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Ich will die Quest, die hier ist. Oh Gott, die quietscht immer so, ey. Wieso haben Sie Nick eigentlich nicht geglaubt, als er verhaftet wurde? Das kommt mir jetzt so seltsam vor. Seine ernste, stille Art mag ich an ihm sogar am besten. Sogar das habe ich ganz übersehen. Du hattest Angst. Oh ja, schreckliche Angst. Sorgen habe ich mir auch gemacht. Ich hatte Angst, mein Mann würde mir davonlaufen. Solche Sorgen würden jeden verunsichern. Aber jetzt kommst du mir alles andere als verunsichert vor. Das bin ich auch nicht. Darauf kannst du wetten. Deine Wette nehme ich lieber nicht an, sonst würde ich verlieren. Jetzt nochmal gelb. Hi there. Gelbe Dialoge heißen immer was Neues und was Besonderes eigentlich. Rimworld. Nee, das ist gar nicht, dass es nicht komplex genug ist. In Rimworld kann genauso total viel cooler Shit passieren, aber Dwarf Fortress ist für mich halt immer so, ne, wenn man sich da reingearbeitet hat und wenn man die Hürden, die das Spiel einem bietet, überwindet, dann ist es halt auf jeden Fall schon nochmal ein sehr viel komplexeres und irreres Erlebnis wie Rimworld. Rimworld ist halt schon irgendwie wie so der kleine, aber super gepolischte und viel besser spielbare Bruder von Dwarf Fortress. Aber wenn man die Hürde auf sich nimmt, die einem Dwarf Fortress entgegenwirft und lernt zu lesen, was in dem Spiel passiert und so weiter, dann ist es schwer, zu Rimworld quasi unter Anführungsstrichen zurückzugehen. Aber grundsätzlich ist das auch super. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Mach's gut, Fallen Crusader. Bis bald. Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise für Nintendo Switch, spielt im heutigen Boston. Dank der einzigartigen Erzählweise lässt sich das Spiel jedoch auch in die Vergangenheit reisen. Aha, dort wirst du den Mysterien des einst friedlichen Städtchens Also das spielt quasi in zwei Zeiten. Das spielt im Jetzt und in der Vergangenheit. Das ist interessant, da bin ich gespannt. Oh, guten Appetit, Ramsi. Ich wollte mir auch schon fast eine Pizza machen nach dem Stream, aber jetzt gibt's dann so Stäbchen, so Bratdingensstäbchen. Im Grunde sehen sie aus wie Fischstäbchen, aber es ist halt Tofu, deswegen sind halt keine Fischstäbchen, aber mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Und so. Das ist auch geil. Aber guten Appetit mit der Pizza. Zeitreisen. Hey, aber reist man dann tatsächlich wirklich in die Vergangenheit? Ich hab grad, da steht wirklich Zeitreisen, du hast recht, oder?
Dank der einzigartigen Erzählweise lässt sich das Spiel jedoch auch in die Vergangenheit reisen. Kann man so oder so interpretieren. Könnte man jetzt meinen, das sind wirklich tatsächlich Zeitreisen, oder man reist metaphorisch in die Vergangenheit durch Rückblenden. Das habe ich jetzt eher gedacht. Aber vielleicht. Keine Ahnung. Bei mir gab's Subway Yummy. Oh, bei uns in der Nähe gibt's leider keinen Subway. Früher in Passau haben wir öfter beim Subway bestellt. So ein Subway-Sandwich ist schon echt lecker, finde ich schon. Nam 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 nam. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Weißt du schon, was du willst? Ich will die Quest jetzt haben, Mensch. Oh Gott, die quietscht so. Warum quietscht mir die immer so ins Ohr? Die Geschichte war für unsere Ehe eine schwere Bewährungsprobe. Da wir dies durchgemacht haben, werden wir jetzt alles durchstehen. Okay. Trotzdem, Harry. Entschuldige mich. Soll ich mal nochmal mit Nick reden? Vielleicht ist das notwendig. Nein, jetzt wirfst du mich wieder aus der Küche, oder wie? Komm schon, Nick. Ich dachte, hey, wir sind jetzt Bros. I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Zu Unrecht festgehalten habe. Then perhaps you would give me your permission to enter. Wir sind Freunde. No. Get the hell out of here. Tofu-Sticks. Ja, genau. Panierte Tofu-Sticks. Das trifft's wahrscheinlich am besten. So ungefähr. Hört sich an wie Tinnitus. Ja, aber so schlimm. Ich habe das auch relativ laut auf den Kopfhörern, das Spiel. Das tut echt in den Ohren weh, wenn die redet. Ich will gar nicht mehr mit ihr reden. Fallout 4 spielt auch in Boston. Deadly Premonition 2 auch. Fallout 4 ist das zweite von Bethesda entwickelte Fallout-Spiel und Deadly Premonition ist auch das zweite. Zufall? Ich denke nicht. Ja, vielleicht könntest du was auf der Spur sein. Wer weiß. Wer weiß. So, lass mich nochmal schauen. Ich bin verwirrt. Warum haben wir denn hier jetzt keine Nebenmission? Aha, die wird nicht mehr angezeigt. Wisst ihr, was ich glaube? Ich bin zu spät. Oder war das schon die Mission? War dieser Dialog hier die Nebenmission? Das wäre mir, glaube ich, angezeigt worden. Ich glaube, ich bin ein paar Minuten zu spät, oder? Jetzt ist es 11.07 Uhr. Vielleicht war die Mission bis 11 Uhr verfügbar. Ich könnte es mir vorstellen. Wer weiß. So ist das in dem Spiel eben. Ich suche dich schnell. Halt! Da ist sie. Nee, haben wir noch nicht gefunden, haben wir nicht bekommen. Okay, dann weiß ich schon, was wir machen. Wir rauchen jetzt hier drin eine. Kann ich hier drin rauchen? Wahrscheinlich würden die mich dann... Ich versuch's mal. Weil wenn ich hier drin rauchen kann, schmeißen die mich dann raus? Oder kann ich hier theoretisch bis mitten in der Nacht stehen? Darf man hier überhaupt rauchen? Fragen über Fragen. Vergeht die Zeit nur in dem Tempo, müssen wir jetzt aber lange rauchen. Hätte ich lieber an dem Tag noch was anderes machen sollen, aber ich will testen, ob das funktioniert. Im Grunde müssen wir jetzt hier für 23 Stunden durchrauchen. Na dann. Ach, so lange kann man gar nicht rauchen. Eine Zigarette hält maximal 7,5 Stunden ungefähr. Dann rauchen wir ein paar. Oh nein, kann das sein, dass ich jetzt hier nicht mehr weiter rauchen kann, weil der Laden schließt? Oder will er? Ich bin zu müde. Ich muss schlafen oder Kaffee trinken. Ah, deswegen will er nicht mehr rauchen. Ich verstehe. Oh ja, hungrig ist er auch wie sonst noch was. Also, Kaffee mit Milch. Noch einer. Jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Tausenden von Dollar, die wir vom FBI bekommen haben, ausgeben für Zeugs. Essen wir noch ein bisschen Kirschkuchen? Ich dachte vom Bild her schon, es wäre eine Pizza. Aber nee, leider nicht. Zum Glück raucht er in seinem Kopf. Das stimmt. Wahrscheinlich raucht er gar nicht wirklich.
Mir raucht auch schnell die Birne, wenn ich lang warten muss. Ich find's auch furchtbar. Warten. In Zeiten vor Smartphone, vor so blöden Candy Crush-Spielchen auf dem Handy oder Podcasts mit Kopfhörern, war für mich Warten die Hölle. Da hat wirklich die so moderne Smartphones haben da mein Leben verbessert. Warten konnte ich ganz schlecht aushalten. Mittlerweile geht's eigentlich. Hast du einen zweiten YouTube-Kanal? Ja, ja, natürlich. Doch, genau. Metatron hat schon gepostet. Ich habe den jetzt aufgeteilt auf zwei Kanäle. Ich muss das noch, gut, dass du das sagst. Gut, dass du mir sagst, dass du das auch bis jetzt noch nicht mitbekommen hast. Ich muss das noch besser vernetzen. Ich muss noch die beiden Kanäle gegenseitig sich verlinken lassen und lauter so Sachen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage echt nur damit verbracht, oder zumindest zu einem großen Teil, die Playlists anzupassen und ein bisschen zu aktualisieren. Das ist echt umständlich, Playlists vom einem Kanal zum anderen zu hieven. Zum Glück habe ich was gefunden, wie es geht, aber man muss da quasi die eigentliche Playlist-Bearbeitungsseite, die einem YouTube so anbietet als Creator, mit einem Zusatz oben in der Leiste ergänzen, damit man auf die richtige Playlist-Bearbeitungsseite kommt, die eigentlich gar nicht zugänglich ist, einfach so. Und da kann man dann ganze Playlists kopieren. Das ist so bekloppt, aber so hat es dann wenigstens einigermaßen funktioniert. Aber natürlich kann man nur eine Handvoll Playlists pro Tag erstellen, weil sonst wäre es ja zu leicht gewesen, dass ich meinen Kanal einfach da übertrage. Ah, immer ist irgendwas. Nie funktionieren Sachen einfach mal so, wie es cool wäre. Typisch. Naja, letztendlich hat jetzt doch alles hingehauen. Hat nur ein bisschen gedauert. Das ist der alte Nintendo-Kanal, genau. Der ist jetzt generell zum Let's Play-Kanal geworden. Und wisst ihr, was jetzt echt cool ist? Dadurch, dass der Let's Play-Kanal jetzt getrennt ist vom Special-Kanal, kann ich mich im Grunde bei den Let's Plays viel mehr trauen. Im Sinne von, wenn jetzt mal irgendwie da eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, weil irgendein Publisher irgendwas nicht passt, kann ich einfach sagen, naja, ist ja nur mein Zweitkanal. Was soll's? Ist nicht so schlimm. Ich meine, ich habe jetzt nicht vor, großartig anzufangen, irgendwie rumzufluchen oder stänkern oder was weiß ich was. Überhaupt nicht. Aber es gab schon Spiele, da hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei, das hochzuladen. Oder habe auch manche Spiele eben nicht dann gemacht, weil ich mir dachte, so, oh, der Publisher ist manchmal schwierig, blöd. Das können wir jetzt vergessen. Das ist jetzt egal. Das ist schon cool. Genau. Genau, da wollte ich eh sagen, Metatron, weil du es gerade ansprichst, das wollte ich auch auf Discord nochmal posten. Wenn euch auffällt, dass irgendwo Playlists noch fehlen, also auch auf dem neuen Kanal jetzt, oder nicht komplett sind, schreibt mir die bitte gleich in Discord, gleich mit Namen des Spiels am besten, damit ich es auch wirklich weiß. Ich weiß, dass da gerade aktuell einiges fehlt, aber schreibt mir ruhig alles rein, was ihr wisst, weil genau, gerade jetzt, wo die Kanäle getrennt sind und viele Videos von dem alten Kanal, vom Hauptkanal, quasi, also es ist quasi so, dass die alten Let's Plays ja noch auf dem Hauptkanal sind, aber die Playlists dazu sind schon auf dem neuen Kanal. Und das ist teilweise dann ein bisschen verwirrend und auch für mich super unübersichtlich. Also wenn euch da was auffällt, schreibt es mir einfach am besten in Discord rein, in Feedback oder so, damit ich es auch gleich finde. Und dann kann ich da die fehlenden Playlists aufarbeiten und ergänzen. Das wäre hilfreich. Ich habe zum Beispiel eine von Mass Effect gemacht, weil es keine... Doch, eine Mass Effect, also zumindest die Mass Effect Andromeda Playlist, die gibt's. Die habe ich nämlich heute erst transferiert und auf dem Hauptkanal gelöscht, deswegen weiß ich es ganz sicher.